Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich für euch die spannende Aktie und das Unternehmen von Palantir für euch dabei. Ja, was sie genau machen und wo sie hier genau tätig sind, das werde ich euch gleich zeigen. Für mich ist das hier aber wirklich ein Potenzial für einen Ten-Bagger, also bleibt wirklich dabei. Die ist mega, mega spannend, die Aktie und das Unternehmen. Ja, dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die G&V ein. Ein paar Zahlen stehen hier auch schon, also da werden wir genauer drauf eingehen. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Chartanalyse zusammen an. Wie schaut es momentan aus mit dem Kurs? Wo sind so ein bisschen die Widerstands- und Unterstützungslinien? Wo würde ich persönlich selber einsteigen? Und ja, wie kann man hier vielleicht am besten auch mit der Aktie Geld verdienen? Ja, und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst hier gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, jetzt starten wir hier auch schon. Ich bin jetzt hier direkt wieder auf der Palantir-Seite selber. Genau, also unsere Produkte, also was macht Palantir genau? Also sie bauen hier eben Datenfusionsplattformen für die Integration, Verwaltung und Sicherung. Also wirklich alle Arten von Daten, die es gibt, aber hier halt im großen Maßstab. Wir schauen uns einfach auch ganz kurz gleich an, hier im Lösungsbereich, was da alles drunter fällt. Ja, zusätzlich zu diesen Plattformen schichten sie eben auch Anwendungen für eine vollständig interaktive, vom Menschen gesteuerte und jetzt kommt's, maschinengestützte Analyse. Also die machen eigentlich nichts anderes wie Datenanalyse, Auswertung. Und das ist einfach ein Thema, wo ich glaube, dass das für die Zukunft mega, mega wichtig wird, weil es sind so viele Bereiche, die sich hier öffnen. Wir sehen es nachher auch am Kurs, was hier für ein Feuerwerk stattgefunden hat die letzten Wochen und Monate. Palantir gibt es jetzt seit circa September, also beziehungsweise im September war das IPO und man kann jetzt sagen, so gute zweieinhalb Monate. Und sie sind hier wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Wege. Und meiner Meinung nach ist das hier wirklich ein Potenzial für einen Ten-Bagger. Ja, jetzt schauen wir uns einfach mal hier kurz im Überblick an. Also wenn man schon drüber hält, könnt ihr das sehen, die Lösungen. Also es kann hier im Autobereich eingesetzt werden, im Cyberbereich natürlich, da passt es sehr, sehr gut. Natürlich auch hier im ganzen Bank- und Versicherungssektor. Dann, und das finde ich ein mega spannendes Thema, in der Strafverfolgung. Eine Polizeistelle in Deutschland hat auch hier schon vor, die Software von Palantir zu testen. Also bin ich mal mega gespannt, wie das weitergeht. Und eben auch natürlich Verteidigungsministerien, also auch natürlich in Amerika, ist hier die Datenmenge natürlich riesengroß. Also da ist auch dieser große Maßstab vorhanden. Und es kann halt auch in der Hinsicht, natürlich kann das Ganze vielleicht auch negativ genutzt werden, aber wenn man jetzt mal positiv denkt, kann es einem Verteidigungsministerium oder der Strafverfolgung natürlich positiv dienen, um zum Beispiel auch einfach zu schauen, wenn man hier Kriminelle hat, dass man einfach schaut, anhand der Datenmengen und Datensätze, die analysiert werden von Palantir, vielleicht gewisse Muster erkennen kann. Also es kann hier wirklich im positiven Rahmen genutzt werden. Und wenn das der ganze Markt auch sieht, also wenn der Markt jetzt beziehungsweise die Börse sieht, was hier für Potenzial drin steckt, dann glaube ich, ist ja noch sehr, sehr viel möglich in der Zukunft. Ihr könnt euch hier einfach selber ja mal ein bisschen durchklicken, das würde jetzt meinen Rahmen sprengen, aber ich wollte hier einfach mal so die groben Oberpunkte ansprechen, wo hier wirklich eigentlich überall Daten oder wichtige Daten auch gesammelt werden können, die uns auch positiv weiterhelfen können. Auch natürlich im Pharmabereich, wenn wir jetzt hier an die ganze Covid-19-Geschichte denken, müssen hier natürlich auch enorme Datenmengen gesammelt werden. Jetzt auch vielleicht bezüglich des Impfstoffes, auch der Personen bzw. der Erkrankten. Also auch sowas ist ja alles Datensammlung. Und daher ist es hier deutlich, also finde ich persönlich, eher positiv zum Sehen. Ja, und da gehen wir jetzt einfach mal direkt rüber auf die Zahlen von Palantir. Hier ist, wie gesagt, noch nicht so viel dabei, aber wir können uns hier schon mal den Unterschied zwischen 18 und 19 anschauen. Ihr seht, Ergebnis hier, Aktie war jeweils bei minus 0,36, also hier nicht kein großer Unterschied, allerdings der, oder gar kein Unterschied, aber der Umsatz hier, Aktie, der ist schon gestiegen von 0,36 auf 0,45 und genau, die Umsatzerlöse ist hier auch gut angewachsen, um knappe 25% von 595 Millionen auf 742 Millionen. Das Bruttoergebnis auch leicht angehoben von 430 auf 500 Millionen, also ergibt auch eine Veränderung von ca. 16%. Und dann können wir uns noch anschauen, das ist immer ein Wert, ihr wisst es, was ich mir sehr, sehr gerne anschaue, ist die Anzahl der Mitarbeiter. Wir haben jetzt hier zwar keinen Vergleich zu 2018, aber wir standen 2019 aktuell irgendwo bei knapp 2400 Mitarbeiter, also ganz so klein ist das Unternehmen auch gar nicht mehr. Also ist für mich auch immer so ein Indikator, wenn man es dann, ich werde auch hier nochmal eine Analyse im Jahr 2021 machen, sobald wir hier die abschließenden Zahlen haben
Und man sieht auch immer, finde ich, am Mitarbeiterwachstum, dass das Unternehmen weiter expandiert und schneller wächst. Ja, und dann gehen wir jetzt hier noch, wie versprochen, auf die Chartanalyse zusammen ein. Also ich habe jetzt hier uns schon mal den Chart von Palantir hergeholt und ihr seht, was hier für ein Kursfeuerwerk die letzten, ich habe es jetzt mal so von Ende Oktober bis heute, also so gut einen Monat, und ihr seht es vielleicht hier oben ganz gut, ich habe jetzt uns hier einfach mal ein Lineal hingezeichnet, einfach mal, wie hier das Kursfeuerwerk abgebrannt ist. Also wir haben hier wirklich sagenhafte 200% Kursgewinn erzielen können, wenn man hier irgendwo Ende Oktober eingestiegen wäre. Ihr seht jetzt hier, finde ich, in dem Beispiel ganz gut die Kerzen auch. Also man sieht hier, haben recht gute Zukäufe. Dann hier jetzt eben vor gut 2-3 Tagen war auch ein sehr starker Anstieg aufgrund hoher Käufe. Und jetzt sieht man aber, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo so auch der Knick stattfindet, beziehungsweise ist es jetzt ja auch hier wieder knappe 10% runtergegangen. Wir stehen jetzt hier irgendwo bei 23,80. Aktie war oben bei gut 27, 26. Also hier wieder 10% nach unten gerauscht. Und ich glaube, dass ja, also ich persönlich glaube, dass hier jetzt auch einfach eine Korrektur eintreten wird. Man sieht jetzt auch in der letzten Kerze, dass hier so eine Verkaufswelle auch gestartet hat. Und ich glaube, dass es hier natürlich wieder schon einiges abflachen kann. Hier ist einfach der Spielraum sehr, sehr groß. Es ist noch eine sehr volatile Wachstumsaktie. Wie gesagt, mit Tenberger-Chancen ganz, ganz klar, oder auch ganz sicheren Tenberger-Chancen. Weil wenn das Potenzial entfaltet wird, was hier einfach in diesem Unternehmen steckt, dann möchte ich mir gar nicht ausmalen, wo die Reise hier hingehen kann. Marktkapitalisierung stehen wir gerade so ungefähr bei 6 Milliarden, wenn ich richtig bin. Und ja, es bleibt mega, mega spannend, aber momentan würde ich rein aus aktientechnischer Sicht nicht einsteigen, weil ich glaube, dass jetzt hier eine kleine Korrekturphase kommt. Wir haben also so die nächst groß gelegene Unterstützung, liegt meiner Meinung nach wirklich erst hier in diesem Bereich, und auf kurzfristiger Basis würde ich meine Unterstützung, ich kann es euch einfach mal kurz einzeichnen, so in diesem Rahmen setzen. Also ich sage jetzt einfach mal so knapp bei einem Wert von 13 bis 14 ist so eine kurze Unterstützung. Kann man hier ganz gut erkennen, dass wir uns hier so ein bisschen länger in dieser Range bewegt haben. Aber es ist noch sehr, sehr schwer einzuschätzen, um ehrlich zu sein. Wie gesagt, die längerfristige Unterstützung liegt für mich erst wirklich hier in diesem Bereich, weil der Anstieg natürlich sehr, sehr rasant war und hier einfach so ein Boden gebildet werden könnte. Aber momentan natürlich macht hier ist hier ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Wie gesagt, man muss jetzt mit Korrekturen rechnen, wie weit es runtergeht. Bleibt jetzt abzuwarten, aber für mich ist das momentan hier einfach ein Thema, dass ich an der Seitenlinie bleibe. Aber ich finde es eine mega spannende Aktie und ein mega spannendes Unternehmen, und schreibt mir auch gern unten in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ja, und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, dann lasst ihr gerne ein Abo da, um mich auf meiner Reise zu begleiten. Auch schon mal ganz lieben Dank an die, die es bisher schon tun. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ja, und dann war es das jetzt von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!